Wenn wir über das frühe Sonnensystem reden und die protoplanetare Scheibe, sprechen wir auch sehr oft über Evaporation, Kondensation und so weiter. Wenn wir Balkkondrite angucken, also deren Gesamtzusammensetzung, dann sehen wir oft Muster, die darauf hindeuten, dass die entstanden sind durch unvollständige Kondensation der Elemente oder durch teilweise Evaporation. Wenn wir die Kondrite angucken, schauen wir uns die Festphasen an. Es wäre natürlich schön, wenn wir uns auch noch das Gas anschauen könnten, um wirklich zu überprüfen, hat das Gas praktisch eine komplementäre Zusammensetzung, ist es also reich an volatilen Elementen und verarmt an refraktären Elementen. Das Gas haben wir natürlich nicht mehr, weil es nicht mehr vorhanden ist. Wir können aber vielleicht eine Analogie finden. Und hierzu können wir uns das Gas vom interstellaren Medium anschauen, das machen Astronomen spektroskopisch. Und die Messergebnisse sind hier in diesem Diagramm dargestellt. Auf der X-Achse zunächst die 50% Kondensationstemperatur der Elemente absteigend von rechts nach links. Das heißt, in die Richtung gibt es auch eine Zunahme der Volatilität. Also hier rechts unten beispielsweise refraktäre Elemente wie Calcium, Aluminium und dann auf der anderen Seite oben volatile Elemente wie Cadmium und Thallium. Auf der Y-Achse ist die Zusammensetzung des Gases dargestellt, normalisiert auf solare Häufigkeiten und in einer Log-Skalierung, also ein normalisierter Plot. Und jetzt können wir uns das Muster einmal anschauen. Und was wir hier natürlich sofort sehen, ist, dass es eine ganz klare Abnahme gibt von volatilen Elementen hin zu refraktären Elementen. Und außerdem ist diese Abnahme auch völlig unabhängig vom geochemischen Charakter der Elemente. Der ist dargestellt in verschiedenen Farben, also grün lithophil, braun heterophil und blau chalkophil. Spielt aber keine Rolle. Also ist nicht so, dass hier irgendwie eine Fraktionierung zwischen unterschiedlichen geochemischen, also Elementen mit unterschiedlichem geochemischen Charakter stattgefunden hätte. Ist völlig unabhängig davon. Ist rein volatilitätskontrolliert, nichts anderes. Wie können wir das Muster jetzt erklären? Am einfachsten wahrscheinlich, indem wir sagen, aus dem Gas sind ein paar Körner kondensiert, die eben die refraktären Elemente enthalten und auch entsprechend refraktäre Minerale, vielleicht Calcium-Aluminium-Oxide, vielleicht auch Silikate, Silizium-Magnesium sind ja auch verarmt, gegenüber, ist eine logarithmische Skalierung, gegenüber den solaren Häufigkeiten hier. Also hier wurde vielleicht einfach ein paar Körner entzogen, die refraktären Elemente rein volatilitätskontrolliert mitgenommen haben. Jetzt können wir überlegen, wie sieht die Zusammensetzung dieser Körner aus. Und wenn die refraktären Elemente fehlen, müssen offensichtlich die refraktären Elemente in diesen Körnern, wenn das diese Körner darstellen, müssen diese refraktären Elemente dort angereichert sein. Oder ich könnte sie auch weiter unten zeichnen, vielleicht einfach nur solar, würde ja auch reichen. Das würde jetzt das Ganze einfach etwas besser illustrieren. Dann mit zunehmender Volatilität der Elemente nimmt die Konzentration ab, bis die hier unten ankommen, das heißt ziemlich verarmt sind an volatilen Elementen. Diese Körner haben also genau die komplementäre Zusammensetzung des Gas. Muss ja so sein, ist ganz klar. Balkkondrite haben jetzt genau diese Zusammensetzung, wie diese Körner haben müssten. Das heißt, wenn wir annehmen, dass im interstellaren Medium es ein Gas gab von ungefähr solarer Häufigkeit und dort die refraktären Elemente fehlen und die jetzt in irgendwelchen Körnern sind, also eine unvollständige Kondensation stattgefunden hat, dann scheint es auch ziemlich in Analogie sinnvoll zu sein, zu überlegen, dass auch die Kondrite so eine unvollständige Kondensation darstellen. Jetzt gucken wir bei den Kondriten eben genau diese Körner an, was hier also die Körner sind, sind bei den Kondriten eben die Kondrite selbst. Das bedeutet, und das ist die Aussage dieses Diagramms, die unvollständige Kondensation, um die Elementmuster in Kondriten zu erklären, scheint sehr plausibel zu sein.